Prost. Gute. Bin ich kurz, um sie verhaften? Ohne Beweis. Geht da gar nicht. Die wirklich schlimmen Verbrecher lassen sich nicht beweisen. Mein Bruder ist auch unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Haben Sie es erklärt, die Umstände? In meinem Fall ist alles klar. Ich habe Christina umgebracht. Der hat mir ihnen recht. Ich habe Livius die Schuld ihrem Tod gegeben. Dabei hat Livius sie geliebt, wie ich. Haben Sie gewusst, dass der Livius eigentlich Schmidt geheißen hat? Aha. Schmeckt Ihnen das Rindsfilet? Ja, gut. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten. Wo wollen Sie her? Muss ich Sie bei meinem Aufenthaltsort auf dem Laufenden halten? Ja, wenn Sie weiter weg wollen, ja, ist mir schon recht. Moment. Voilà. Mon Dieu, ein Nazi. Warum hätte das Zeug nicht vernichtet? So, Alter. Haben Sie etwas gefunden? Nein, nein. Haben Sie mit Cataneo gesprochen? Ja, ja. Hallo? Gehen wir einen Kaffee trinken? Nein, nein, ich muss nach Mulhouse. Es ist dringend. Aber heute Abend können wir uns sehen. Essen wir zusammen? Na gut. 9:30 in der Kunsthalle. Voilà, très bien. Au revoir. Au revoir. Peter, du musst mich auch mal wieder besuchen. Das freut mich aber. Eigentlich bin ich wegen Schmidt in einer Leicht da. Franzosen haben sie noch nicht frage, aber ich habe Fotos. Welche Körperpartie interessiert dich? Die Tätowierung unter dem Arm. Ja,
Du kannst nicht ein bisschen näher ran. Doch, Moment. Null plus. Das ist die Blutgruppe. Oh, sehr. Danke. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen mit eurer Tätowierung? Wenn der Schmidt seine Sonja so gern hat, warum versteckt er denn die Tätowierung unter dem Arm? Schmidt hat seine Blutgruppe unter dem Arm eintätowiert. Meinst du eine Rose? Ja, wahrscheinlich. Null plus. Da haben doch nur ranghohe Nazi oder SS-Offizier. Habt ihr vor der Frage mal da deine Schlauchiste? Tätowierung, nämlich Blutgruppe 0. Damit sehe ich, du hast recht. Die haben am Anfang nur Männer mit Blutgruppe 0 genommen, weil das anscheinend besonders charakterstarke Herrenmänner